Für mehr Stabilität habe ich gleich 4 Stück noch dazu geschnitten. Ihr könnt natürlich auch mehrere machen oder nur einen machen. Aber ich dachte mir, da ich das sowieso überladen mit Sachen, möchte ich ein bisschen Stabilität haben, damit es ein bisschen gerade aussieht und einfach besser aussieht. Ihr könnt natürlich auch so machen, wie ihr wollt. Das habe ich schon so ausgeschnitten und jetzt werden wir das erstmal ein Stück reintun, um abzumessen, ob auch alles richtig ist. Wichtig ist bei sowas, ihr müsst natürlich auch immer kontrollieren, dass alles okay ist. Zum Beispiel hier passt der wunderbar rein. Und jetzt haben wir schon den ersten Seitenregal. Es wird quasi so aussehen. Und dann hier, wo mein Finger gerade zeigt, werden dann die Fächer kommen, diese Boxfächer. Und hier auf der anderen Seite werden dann die T-Shirts oder die Hosen aufgehängt. Ihr könnt natürlich eventuell, also ups, unterschiedlich machen, wie ihr wollt. So sieht es normalerweise aus. Und deshalb, wie gesagt, ihr sehen könnt, es wackelt ein bisschen. Deshalb möchte ich 2 Stück reinmachen. Ihr könnt es natürlich so machen, wie ihr wollt. Und sofern ich die Fächer gemacht habe, zeige ich euch nochmal, wie es aussieht. Und dann könnt ihr mit dem anderen Box genauso weitermachen und auch individuell gestalten. Wenn ihr das habt, dann seht ihr auch zum Schluss, wie ich meins gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber ihr könnt ja sehen, diese weißen Punkte. Das werden quasi meine Hilfslinien sein, damit ich weiß, wo was kommt. Und wenn das für euch nicht genau zu sehen ist, könnt ihr es immer noch mit einem weißen Stift oder Buntstift das noch entlang zeichnen, damit ihr weißt, wo was hinkommt. Das ist euch ganz überlassen, aber für mich kann es so bleiben, wie es ist. Ich weiß ja, wo was hinkommen soll. Weil ich sehe ja die Linien, wo die sein sollen, die Stückchen Pappe. So und so. Dann habe ich alles gerade. Das könnt ihr auch bei der anderen Box machen. Und als Wichtige noch, ihr könnt natürlich auch die Pappe auch verkleiden. Deshalb habe ich ja die Buntpapier dabei. Ihr könnt das so verkleiden, wie ihr wollt. Pink, schwarz, grün oder rot. Das ist euch ganz überlassen. Wenn wir alles fertig haben, dann zeige ich euch zum Schluss, wie es alles aussieht. So, ich habe bereits die Regale eingebaut und hier kommen dann die Fächer. Ich habe noch so kleine Boxen gemacht, wo man was reintun kann. Und ich habe noch so Glitter an den Seiten gemacht, weil ich dachte, das könnte vielleicht gut dazu passen. Ihr könnt natürlich auch die Boxen nicht machen, ihr müsst es nicht machen, aber ich dachte, es wäre mal als gutes Accessoire sein. Das heißt, die Puppen könnt ihr eigentlich so quasi so rausziehen und wieder zurücklegen. Ich habe nur diesen Teil hier gefüllt und dann hier einfach so gelassen, wie es ist. Ich habe noch ein bisschen so eine Art Spiegel dann hier hingestellt, damit die Puppen reingucken können, sich die Haare schön machen. Und hier sind noch einigen Fächern für Schuhe. Accessoires, ihr könnt es natürlich so gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, den Hintergrund auch mit einem Poster hinstellen oder Sticker, wie ihr wollt. Jetzt muss ich nur noch hier hinten ein Stück Pappe hier hinten kleben, damit die quasi so auf und zu gehen. Sobald ich es habe, werde ich hier an den Seiten so Velcro machen oder etwas hinstellen, damit ich die zusammenbinden kann, damit ich die wieder rausnehmen kann. Und wieder aufmachen können und wieder zumachen können, damit den ich immer auseinander machen ge gehen könnt. Ihr könnt das auch als Regal benutzen
Oder ihr könnt das auch, das hier in der Mitte auch nicht machen, wie ihr wollt. Ansonsten, ja, ich zeige euch zum Schluss, wie das alles aussieht.